So, liebe Leute, heute geht's wieder bei Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Geht's heute weiter mit der Racer. Was haben wir denn Schönes für euch? Oder vor? Ach, fahren wir mal. Fahren wir mal wieder ein Rennen. Das ist ja, läuft ja immer so gut. Na dann, fahren wir mit dem Gallardo ein bisschen durch die Gegend. Dritter müssen wir werden auf jeden Fall, um diese Aufgabe zu lösen. Na dann, let's go. Das sind 18,3 Kilometer. Ich weiß nicht, wie viele Autos das sind mittlerweile. Ich habe mal mehr als vier. Naja, die letzte Rennen sind eigentlich ganz gut, weil wir sogar Gold teilweise geholt haben, aber was müssen wir jetzt versuchen, was war das? Oh Gott, 18 sind insgesamt. Wir werden 4 Lieder gewählt, weil ich nicht mehr nicht mal einige andere ausgeben. Aber Gott, wir müssen es ja nicht benutzen. Okay. So, der Vorteil ist, dass wir jetzt keine Verfolgungstechnologien haben, zeigt, dem ich mich wahrscheinlich auch keinen Kopf als Gegner. So, ich gehe mal hier kurz eben vorbei, bin mal so frei gerade. Jetzt haben wir Platz 6 liegend. Da liegt alles andere als gut. Haben wir mal kurz. Inzwischen schafft er 330, der Lando. Der Mustang. Da sind auch einige Fahrzeuge dabei, die sind. Hallo? Nein, könnt ihr mich mal bitte aufhören, aber ich zu holen die ganze Zeit. Tja, mit dem Porsche wolltest du da wohl in die Abkürzung rein, ne? Ich hab's aber auch zu spät gesehen, muss ich sagen. Ja, genau, rammen die, egal, ich helfe dir schon, ich lasse dich vorbei. Die 7 und die 8 sind ein bisschen abgeschlagen. Ah, warum, ey? Da wollte ich niemals rein. Ich wollte rechts in die Kurve rum und der geht mir da links in die Wand. So, 6 Kilometer noch bis zum Ziel. So, ich schlüpfe mal da innen vorbei gerade. Schaff's auch wieder am Rennen, also nicht auf Gold, aber schaff's auch zumindest ein Rennen. So, jetzt sind wir momentan führender, weil die sich scheinbar beide nach Abkürzung weggehauen haben. Also der eine auf jeden Fall, der ist an der Wand gelandet.
Aber wir haben sie noch an der Backe kleben. So 1,5 noch. Ich habe mich schon gerade ein bisschen über die Gegenfahrbahn, damit ich ein bisschen Power, damit ich ein bisschen Nitro habe, weil schau mal, schlüpfen sie wieder ran. Oh, das bringt ja nichts. Wir haben es geschafft. Diese beiden Fahrer, die sich da in der Abkürzung gekommen haben, das hat uns den Sieg am Ende gebracht. Jawohl, Gott sei Dank. Auch mal wieder ein Rennen auf Gold. Es sind ein Supercars, heißt dieses Rennen. Naja, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Das ist auf jeden Fall erstmal das Wichtigste. So, neues Auto. Lamborghini Exotenserie LP 640. Sie kann sich sicher sein, er ist ein Jäger. Ja, schauen wir mal. Solange er nicht nur jagt, sondern auch einmal noch mal gejagt wird, wie der letzte jetzt. Lass das. Okay, gucken wir mal, was wir noch haben. Wir haben nämlich nur ein Rennen. Oh, noch ein Rennen. Ernsthaft? 31,5 Kilometer, Alter. Was ist das für ein Rennen? Gegner 7. Wir kommen wieder zu 8. Wir müssen es ja irgendwann fahren, aber... Puh. Was haben wir denn hier? 4 Gegner. Okay, so war zu 5. Ah, okay, fahren wir das Rennen einfach. Das ist jetzt eh... Gut, das eine machen wir dann in der nächsten Folge irgendwann. Übernächst so. Während seiner gesamten. Fahren wir den Porsche jetzt mal nach Hause. So, auf geht's. Fünf Autos haben wir insgesamt auf der Strecke. Wir nehmen Sie nun vor. Zentrale, bitte um Genehmigung für Einsatz einer kleinen Bahn. Verfolgung hat die Straße verlassen und bewegt sich in Richtung Baum. Zentrale, bitte um Genehmigung für Ihren B-Einsatz. Genehmigt, bitte diesen Einsatz freigegeben. Abgelöst, Lagewand ist auch nochmal angelegt. Na gut, da konnte ich die Lücke zu speziell. Ich wollte mich überlegen, was vorne vorbei war. Scheiße. An alle Einheiten, das Kommunikation. Wir fahren nur 5, 13,6 Kilometer vor dem Ziel. Das war mir fast klar, weil den kann ich auch nicht ausweichen. Ziel wurde gestoppt. Genau im Moment, wo ich das Ding schießen will, sagt er mir, ich bin verfehlt. Ja, leck mich doch am Arsch. Nimm deine. Das ist das Geilste, wenn er dann wenn er das andere Auto vor die Karre. Ich komme nicht hinterher.
Ach, fuck you, Mann! Hier ist wirkungslos. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Ich ziehe vor eurer Position Einheiten zusammen. Ich komme aber auch nicht hin, wirklich in die Position, dass ich mal irgendwie angreifen könnte. Straßensperre bereit. Erwartet weitere Anweisungen. Dann mache ich das wirklich auf Ding auf 3 zu beenden, wenn ich das sehe. Oh, steh doch da nicht blöd in der Gegend rum! Das ist das Spiel will, also bleibt Platz 5, das ist das Ziel. Guck mal hier. Aber jetzt ist auch mein Ziel, dass ich aber noch nie im Ziel zu sitzen. Take down, war das sogar. Nee, die ich doch nicht da blöd ohne die Pferde. Wir haben Einheiten verloren. Ich schicke den Rettungsdienst. Das ist das Geilste. Das war's. Ich war dran an denen. Ich war Zweiter und dann kriegen sie es mir. Und dann kriegen sie mich dann noch. Du verlierst. Ich war dran an den Typen. Ich hätte Erster werden können als Rennen. Ich war noch 3 Kilometer oder so und ich war Zweiter und ich werde ihn nur noch überholen müssen. Aber da, genau in dem Moment ziehen die mir komplett alles zu. Da rammt der eine rechts in die Straßensperre, ich komme an den Autos nicht vorbei, vergiss es. Ich muss mir das jetzt scheiß Vorschau drauf gucken. Wir markieren es nach vorne den Bild. Ich halte sie jetzt an. Verstanden. Ladebänder zum Einsatz freigegeben. So, dein Auto ist erstmal down. Der Richtiger fährt äußerst aggressiv. Das Geilste ist, wenn du da... Der Typ will einfach nicht anhalten. Ich gebe Gas und versuche ihn einzukeilen. Also langsam nerven sie mich gerade komplett, aber weil... Also mich dann nur abbringen zu lassen. Verkehrsunfall. Ja, Verkehrsunfall, nervt mich doch nicht. Wenn ich eben schon gestört, dass mich das nicht das Ding. Eigentlich ist das Rennen nicht schwer, aber es sind halt ziemlich nervige Einheiten. Ja, fuck you. Davon ist das klar.
Und das Geilste ist, wenn du da am falsch rumstehst. Festnahme negativ. Er fährt unbeendet weiter. Wenn du dann als zweiter... Ja, Idioten. Wenn du das Spiel dann nicht dann noch falsch rum auf die Strecke zurückstellt. Ja, als zweiter stehen und dann... Verdächtiger ist im Warndepot. Seht ihr das? Das hier bricht jede Menge Schaden an. So. So, ich muss einen Scheißkopf erstmal weg. Fahrzeug ausgefallen. Sieh nicht zurück. Abstellwagen ist unterwegs. Sag mal hier, Lambo. Ach, den Evo. Einheit. Ja, wo sieht das Tunnel dann so ein Fickig, ne? Leider habe ich keinen. Verdächtiger widersetzt sich der Festnahme. Wehrt sich. Nein, nimm doch deinen Lastwagen da weg. Du bist. Ey, ich bin Erster und krieg das nicht gebacken, weil die mir. Die Lücke da an der Straße gesehen habe, aber der LKW, der stand nochmal schön richtig fies hinter der Ecke. Aber gut, hat am Ende nur noch gereicht. Gott sei Dank. Perfekt, dann haben wir das mit den Cops nämlich auch, mit dem Racer natürlich auch weg. Zweimal Erster, passt auf jeden Fall, bin ich ziemlich zufrieden. Neues Auto. 911er Turbo. Also das Auto, das wir gerade eben gefahren haben, der ging auch schon gut ab, muss ich sagen. Und nochmal ein neues Auto. Mercedes-Benz AMG SLS. So. Ja, und dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder um 12. Natürlich mit den Cops.